stimmt, dass alte Liebe nicht rostet. Genau. Ja, und dieses alte Ehepaar habe ich dann während der letzten Tour mal kurz vorgestellt. Brunhilde Klabauter, geborene Gammelfleisch, ist Jahrgang 1903 und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung als staatlich geprüfte Plakate ankleben verboten. Wofür sie nach jedem angeklebten Plakate ankleben verboten Plakat mit einem Bußgeld von 55 Mark belegt wurde, weil sie ein Plakate ankleben verboten Plakat an eine Stelle geklebt hatte, wo Plakate ankleben verboten war. Dass es nicht alles gibt. Bruno Klabauter, geborener Volldepp, ist Jahrgang 1901. Er war im Ersten Weltkrieg beim 13. Regiment als Senfgas-Wegatmer. Im Zweiten Weltkrieg war er an der Nord-Nord-West-Süd-Front stationiert, wo ihm ein russischer Scharfschütze aus 1300 Metern Entfernung einen Hammer auf den Kopf haute. Verrückt. Ja. Die beiden sind seit 86 Jahren verheiratet, haben 135 Kinder, die eigenen nicht eingerechnet. Um das Sprichwort zu testen, wurden die beiden 70 Tage im Regen stehen gelassen. Das Ergebnis? Alte Liebe rostet tatsächlich nicht, kackt aber ein. So, dann können wir Mitschnitt von letzten...